und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Terraria mit Bianca und Sebastian, dem Hallo. Enrage Monster und mir, dem Ulrich. Hallo. Ja, ich bin noch immer noch kurz davor. Hallo. Ja, ich habe einen Hintergrund zumindest schon mal. Ach, und da unten baut der Fido, weil ihm mein Weg nicht gut genug war. Dein Weg ist... Hat er sich jetzt gerade selbst zensiert oder hat er einfach nichts gesagt? Ich weiß es nicht. Oh, da sind ja noch ganz viele Sachen und Bilder und sowas. Das kann ich alles noch ausräubern. Aber nicht jetzt. Nee. Wir wollen jetzt diesen verdammten Scheiß... ach, wie heißt es schon wieder? Die Höllenmauer. Ja. Was auch immer. Wir wollen es kaputt machen. Fleischwand. Fleischwand, genau. Meine Güte. Ihr seid auch Möchte drüber. Jetzt jemand diesen, diese komischen Wirbeldinger haben? Nee. Danke. Jetzt haben wir ja doch eine kleine Treppe drin, aber das geht. Und da haben wir jetzt auch eine Treppe drin. Aber das geht auch. Hat jemand jetzt zufällig gerade noch so Sternchen dabei? Was haben wir dabei? Sternchen? Sternschnuppen oder was? Kein. Okay. Eine, so. Ja. Wären wir jetzt ja, das kriegt mir leider für nicht. Alle Leute bereit? Für alle Leute bereit, was will ich sagen? Seid ihr alle jetzt zufrieden mit dem, was wir hier gebaut haben? Ja. Ich glaube, es geht so. Hallo, PPRTS. Du darfst dem Server leider deshalb nicht joinen, aber nachfragen darf man immer, weil es kein öffentlicher Server ist, sondern ein LAN-Spiel. Also du kannst quasi auch nicht joinen. Aber nachfragen darf man natürlich immer. Ich bin schneller. So, und jetzt wollen wir endlich diese verfluchte Ball of Flash vernichten. Ich laufe vor einem Feuerball davon. Der fliegt aber weit. Blöder Imp. So, hier ist Feierabend. Oh. Wir können es gerade noch ein bisschen weiter bis zur Lava bauen. Warte mal, bevor wir der Imp uns hier rauskickt. Oh ja, da fällt mir ein, ich wollte ja so Kobold-Shit anziehen. So, Leute. Denn das falls okay. Jemand hat, den Schild, das schützt vor Rückstoß. Ja, hab ich. Hab ich nicht. Weiß Schneewittchen ins Feuer. Von mir aus auch den Ring, ist mir egal. Können wir jetzt? Nein. Wieso nicht? Was ist los? Gegner muss noch vernichtet werden. Okay, komm. Jetzt können wir. Soll ich Machst wieder? Du ja, ich schmeiß wieder. Oh, da kommt ja immer mehr von hinten. Achtung! Sie ist da, sie kommt. Okay. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Puh. Ihr habt alle nicht volle... Och, ich habe auch kein volles Leben. Ja, ein bisschen vorsichtiger, wir haben ja jetzt echt einen ordentlichen, eine ordentliche Wegstrecke hier. Immer mal eventuell die Herzen einsammeln, die da runterfallen. Ja, genau. Ja, die Pflanzen nicht wirklich einsammeln. Die sind ja. So, ihre Hände sind jetzt fast schon alle abgehakt. Nee, einer ist noch da, der will nicht nach oben kommen. So, jetzt haben wir. Nein. Ja, scheiße, der ist immer noch da. Ah, jetzt ist er tot. Ist tot. Okay. So, jetzt Schaden auf die Mauer. Trank. Bitte. Rübst die da so rum? Ich find's nicht. Oh, da braucht einer Heilung. Ich geh mal weg da vorne. Heilung. Heilung fürs Mie. Ich hab nicht so wenig Leben. Ich bin nur so schlecht allgemein. Och, jetzt kommt da noch so ein Wurm. Oh, meine Güte. Einfach dranbleiben, dranbleiben. Uah. Mie heilen, weiter weg. Nutze eine Fernkampfwaffe. Geh von deinem Schwert weg. Ah, ich häng. Was sind wir denn vom Leben? 1000 hat sie noch, jetzt aber. Komm,
komm, die schafft man, die schafft man, die schafft man. 700, 600, 500, 400, 300. Ah, 200. Da ist es. Down. Oh. Endlich. Ja, Glückwunsch, Leute. Was ist das denn jetzt? Geschafft. Ach, ist jetzt der Hard-Mode direkt schon aktiviert? Ja. Okay. Wahrscheinlich, ich hab... Was ist das für ein Typ da? Oh nein, das gibt's doch nicht. Ich hab den Loot bekommen. Hast du? Was hast du denn bekommen? Ja, ich habe den Loot. Was hast du denn? Ein Breaker-Plate mit 47 Schaden. Mit 47? Dafür hab ich den Pornhammer bekommen, ne? Ja. Ich hab wieder nix. Oh, mein Knight's Edge hat 58, okay. Nun gut. Kannst du mir ja dann geben. Ja, super, wir haben die Kackmauer besiegt und sind jetzt endlich im Hard Mode. Tudu. Achievement unlocked. Hat ja nur gefühlte 100 Episoden gedauert. Nein, 50. Na, insgesamt sind es, glaube ich, nachher 58. Okay. Ja, es ist so irgendwie Folge 54, 55, irgend sowas muss das sein. Na, jetzt sogar 58, glaube ich. Aber ja. Gut. Für mich heißt das jetzt... Nutzt den Spiegel. Nutzt den Spiegel. Yippie! Ah, sehr schön. So, wie geht's jetzt weiter? Angeblich sind hier neue Erze oder sowas sind jetzt freigeschaltet. Ich habe schon mal gesagt, über den Hardmode weiß ich echt gar nichts. Okay. Ja, müssen wir halt recherchieren gehen. Ah, schön. Aber wir haben es endlich mal geschafft. Ich habe auf jeden Fall den Pornhammer, den braucht man für irgendwas. Ich weiß auch nicht mal für was. Ja, der Kurokiten hat gesagt, den braucht man, um ihn dem Fido zu geben. Ach so, wenn das so ist, dann gebe ich ihn dir natürlich nicht. So, und Kurokiten ist das dann das fürs Team von Fido? Hallo Minen, Siminen oder C oder Kmenan oder was auch immer, schön, dass du da bist. Erstmal beleidigen. So ist eigentlich unser Stream so gut besucht. Der ja, bestimmt nicht wegen dir. Stimmt, weil ich eben so enraged war. So, ich schmeiß mal alles hier raus, wer was haben will, kann's nehmen. Das ist ein Shitblock, an den Silkblock baue ich. Ein Shitblock. Was hast du denn sonst noch gekriegt, ja außer der Waffe? Hast du sonst noch was looten können, oder war das alles? Ich glaube, ansonsten waren es nur Herzen. Schau mal schnell. Oh, Bianca, wir können jetzt aber in den orangenen Dungeon, in dem wir... Beim ja! Ach, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, der orangene Dungeon. Da freue ich mich jetzt. Ja, dann können wir die... Und wir gehen ohne Sebi rein, würde ich sagen, oder? Der stinkt mir ein bisschen zu sehr. Der weiß das eh nicht zu schätzen. Der stinkt mir ein bisschen zu sehr. Ich bin dafür, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Am besten dann, wenn das Spiel nicht offen ist oder so. Susanna, was hast denn du heute für ein Pipi-Pläschen da an? Das ist ja schlimm. Ihr seid heute alle so aggro. Was ist denn los? Braucht ihr Ferien oder was? Ups. Weil der Ulrich hat ja noch Ferien. Ich hab ja noch Ferien. Bei dem hören die ja gar nicht mehr auf. Nie wieder, ja. Ach, wie schön das wäre. Nee, wäre auch nicht schön. Irgendwann muss es auch weitergehen. Ach, ein bisschen schon. Irgendwann. Ein bisschen schön. Ich habe zwar keine Lust mehr, aber es sind ja nur noch 3, 4 Semester. Wenn man sich ranhält, sogar vielleicht nur 3 oder 2. Ja, es ist noch ein bisschen. Tja. Ich bin gerade mal 3 Tage wieder in der Uni und habe jetzt schon keinen Bock mehr. Tja, dann stimmt was mit deiner Einstellung nicht. Ich befürchte, du hast recht. Ja, ich befürchte, ich kenne das selbst. Ich meine, es macht ja Spaß, aber es ist so lang. Ja, ich habe gehört, du musst immer sau lang an der Uni sein. Das ist auch echt ätzend. Jawohl, ja. So, war also hier hinten schon immer sofort Crimson? Crimtane? Nein, wir haben doch jetzt neue Oberirdische. Ach so, und dann ist die Welt auch anders? Nee, oder ja, ist die einfach doch, nur größer wir haben jetzt geworden? Auch ein ganz neues Gebiet, das Hello-Gebiet, das ja, was heißt denn Hello? Seht ihr das auf der Karte? Ich weiß nicht, wovon er redet. Ich dachte gerade, er redet im Suff oder so, aber ich befürchte, er meint es ernst. Nee, wovon redest du denn jetzt, Sebi? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Es gibt ein neues Gebiet namens Hello, jetzt oberirdisch. Ah, okay. Was kann das? Ach, wir werden das alles herausfinden. Hilfe, da ist ein Wolf oder sowas. Wie, wo ist ein Wolf? Wo seid ihr denn hin? Hier im Haus. Ich bringe zum Haus. Hilfe, Hilfe. Ja, dann hast du wahrscheinlich dieses Hello-Gebiet gefunden.
Ist ein lebender Werwolf oder was? Oh ja, das ist tatsächlich ein Wolf. Warum killst du den nicht? Oh, der ist ja richtig. Der ist nicht so leicht. Hammer. Ich bin schwach. War noch nie anders. Ja, hier bin ja auch ein Mädchen. Oh, was ist das denn? Ein Crimslime gibt's jetzt. Geil. Wohin lauft ihr denn jetzt eigentlich? Oh, ich glaub, einfach mal überirdisch gucken. Wie viel Zeit haben wir denn noch für die Aufnahme? 5 Minuten. Ich krieg den nicht kaputt. 5 Minuten, dann sollten wir doch vielleicht die 5 Minuten nutzen. Wo geht denn ihr jetzt rum? Einfach um noch ein bisschen oberirdisch mal zu laufen und zu gucken, was sich verändert hat möglicherweise. Wir können auf jeden Fall so... Läufst du möglicherweise Gegnern hinterher, weil du fragst uns, wo wir hinlaufen und wir sind hinter dir? Ja. Seid doch nicht hinter... Also ihr seid hinter mir, ja. Ich bin an euch vorbeigesprungen. Wir können auf jeden Fall neue so Bohrer jetzt bauen, mit denen wir uns viel schneller durch die Erde bohren können. Das ist cool. Ja, das ist nett. Wer bist du und was machst du? Außer mich tot, hallo? Oh, die Gegner sind so fies und ich bin so schlecht und ich bin so schwach und ich habe so wenig Leben. Oh, du bist tot. Oh, mein tot. Gold liegt da auf dem Boden. Wie viel war's denn? Egal, das Leben brauchen wir nicht. Dann überlege ich, ob ich wirklich nochmal zurückkomme. Oh, eine Geisterrüstung. Zum Glück haben wir so ein fettes Schwert. Oh, Sebi, du müsstest mal eventuell was trinken, ne? Ah, nicht. Ich bin noch 15 Sekunden im Cooldown. So, da drücken wir heute Abend mal ausnahmsweise den Bayern die Daumen, damit wenigstens eine deutsche Mannschaft in den Champions League Halbfinale einzieht. Sowieso Bayern die Daumen. Also nicht, weil ich Bayern-Fan bin, aber weil ich halt immer für deutsche Mannschaften im internationalen Pokalen bin. Was ist denn in Herbling? Ja, ich bin hin und her gerissen, weil Manchester United eigentlich so quasi international gesehen meine Lieblingsmannschaft allgemein ist. Aber mit diesem neuen komischen Trainer bin ich eigentlich... freue ich mich, wenn sie heute Abend verlieren, weil ich will jetzt den anderen Trainer kriegen. Ich mag den Mois nicht. Och Mann, ich bin nicht gut. Du bist jetzt schon wieder gestorben. Lass mir die roten Augen da. Hier ist so ein komisches, dickes Vieh. Sieht aus wie, wie so eine Schnecke oder so, aber das hüpft total wild. Ja, also hier ist nochmal der Dungeon. Im Dungeon müssten jetzt auch neue Kreaturen sein, oder? Ne, das hier sind ganz stinknormale Zombies gerade. Ja, aber ich dachte... Ja, es gibt auch weiterhin noch normale Zombies. Die habe ich eben auch gesehen. Was suchst du denn jetzt eigentlich? Hier über den Dungeon hinausgehen und einfach mal gucken, ob es hier hinten dran noch was vor dem Meer gibt, noch was anderes oder im Meer oder so. Ja, im Meer gibt es ja Kisten. Das habe ich letztens mal rausgefunden. Genau, die Kisten, die können wir doch zum Beispiel auch mal sammeln. Moon, Moon. Es gibt noch so viel zu tun eigentlich. Es gibt noch so viel zu sehen auf dieser Welt. So viel zu entdecken. Ja. Das alles und noch viel mehr gibt's noch dann zu entdecken. In der nächsten Folge. Wenn ich eine Currywurst und Pommes... Wenn ihr auch wieder dabei seid. Oh, ich habe Hunger. Wir können gleich bestellen, habe ich gerade gesehen. Super. Können wir gleich Schluss machen. Du freust dich also. Ich finde, merk das schon. Meine Ofenpizza hat auch gut geschmeckt. Sind der Kletter, eigentlich Max. Möchte ich einfach nur irgendwas zu essen jetzt haben. Habe ich jetzt das Meer gefunden? Ich glaube, ich habe das Meer gefunden. Ach, wenn ich den kleinen See hier sehe, dann brauche ich kein Meer mehr. perfekt. Ich baue mir ein paar Mana-Kristalle. Ups. Aber baue mal noch das Meer. Wie bist du denn da hochgekommen? Eine Wand hochgeklettert. Ach, du hast immer noch diese Bergarbeiterstiefel, ne? Na klar, du nicht mehr. Nee, die wollte ich nicht mehr. Ich fand die nicht so gut. Hab die verbesserten, deswegen hänge ich jetzt auch fest an der Wand. Nämlich zwei verschiedene von diesen Kletterstiefeln, die kann man kombinieren. Aber ich hab ja quasi fast was genauso Gutes. Ich hab ja den, wie nennt er sich, den Webslinger. Ich finde den echt nicht so gut, ich weiß auch nicht. Ist das da jetzt Meer? Ja, du stehst oben drauf auf dem Meer. Ach so, das sieht man nicht, wenn es so dunkel ist. Ja, das siehst du nicht, weil ich Platten drüber, also Stein drüber gebaut habe.
Ich mach mal. Okay, einfach. 200 Mana ist Maximum, habe ich gerade rausgefunden. Hast du jetzt unsere ganze Mana-Kristalle weggesaugt? Nein. Nein, vielleicht doch. Nur ein paar. Ich halte dir den Rücken frei, Sebi. Rhabarber, Rhabarber. Was, Rhabarber? Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Komm schon, immer wieder falle ich hier rein. So, das Meer auf der rechten Seite ist zugebaut. Sehr schön, Sebi. Glückwunsch. Ich würde jetzt zu euch kommen, aber ich verreck wahrscheinlich auf dem Weg dorthin eh wieder. Also ich porte mich jetzt zurück. Und ich denke, wir sind auch jetzt für die Folge hier am Ende. Ach schön. Deswegen sagt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Na gut, dann komme ich jetzt auch zurück.